Misthörtchen und ein Prinz. Das waren die ersten und zweiten Sieger beim Gründungswettbewerb Verdammt gute Aussichten, initiiert von der IHK zu Schwerin, die gemeinsam mit dem Einzelhandelsverband und dem City Management Schwerin aufgerufen hatten, neue Geschäftsideen für ein attraktiveres Schwerin einzureichen. Am meisten überzeugt hat die Jury das Konzept von Lydia und Elke Lörke, die mit ihren ausgefallenen Motivtorten, Cupcakes und Candies knapp vor Jens Schwag und Ecki Raff vom Schweriner Studio 4 landeten. Die beiden Fotografen und Journalisten haben mit dem Prinzen Suarin ein Zugpferd ihres zukünftigen Galeriebistros vorgestellt. Insgesamt waren die Veranstalter sehr zufrieden und hoffen darauf, dass die Umsetzung der Ideen die Stadt bereichert.